Du bist nicht die Zielgruppe, Christopher. So, und ich hatte <laughs> Spaß. Nein, 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 alles gut, alles gut. Herzlich willkommen, liebe Brettspielgeeks, zu unserem Video. Und wir haben sehr viel gespielt. Sehr viele Neuheiten, die jetzt nächste Woche auf das Spiel rauskommen. Wir haben richtig Bock und ich hoffe, ihr auch. Es sind, Ich finde, dieses Jahr ist viel stärker als das Jahr letztes Jahr. Ich glaube, was dieses Jahr ganz anders ist, dass wir so viele Spiele schon vor dem Spiel haben. Auch nicht nur wir, also auch in den Läden steht schon einiges. Und weil wir vieles gespielt haben, merken wir doch, da gibt es Spiele, die sind ganz gut. Ja, ich finde die aber Und das macht dann so richtig Laune auch wirklich noch mehr auszutesten. Ich finde die aber auch viel stärker als letztes okay. Jahr. Aber könnt ihr gerne mal eure Meinung schreiben? Und ähm, ja, wir haben uns äh, wir haben so ein kleines Bildchen hier von Dorfromantik Sakura, das wir einfach für euch verlosen würden. Also einfach mal den Kanal abonnieren, Daumen nach oben geben. Aber ganz ehrlich, das sagen die YouTuber immer, aber wir können es gar nicht kontrollieren wegen Datenschutz und so. Aber was wir können, ist, dass ihr einen Kommentar schreibt und zwar von den Spielen, die wir hier besprechen, welches Spiel interessiert euch da am meisten und das wollt ihr unbedingt ausprobieren oder habt ihr ausprobiert und ihr wollt es einfach noch mehr spielen. Und dann werden wir einfach zufällig einen Kommentar auslosen und wir schicken euch dann das schöne Ding hierzu, dieses schöne Bild. Versandkosten übernehmen auch wir. Das ist unser kleines Aber Geschenk an euch. Wichtig ist, ihr braucht irgendwie entweder Instagram oder eine Mailadresse, damit wir euch kontaktieren können. Denn beim letzten Mal, als wir was verlost haben, hat die Person nie wieder geantwortet. Ja, wir Und wir, deswegen. Wir werden euer äh, das Kommentar nämlich kommentieren, dass äh, es gewonnen hat. Und da solltet ihr dann auch darauf reagieren, bei Instagram oder so uns schreiben. Mhm. Gut. Mhm. Ähm, ja. Genug mm. gequatscht, wir fangen direkt an und ich dachte mir, wir fangen direkt mm. mit einem echt coolen Spiel an. Spoiler, Endeavor die Tiefsee ist das neue Spiel von Frosted Games und Board Game Circus. Ich persönlich, ich denke Wally auch, bin so ein bisschen der Meinung, dass Frosted dieses Jahr richtig abliefert. Mm -hmm. Und Endeavor ist ein... Sehr interessantes Worker Placement Spiel, was kooperativ gespielt werden kann, aber auch kompetitiv oder im Solo Modus, wo wir acht verschiedene Szenarien haben werden. Und es geht darum, dass wir die Tiefsee erkunden. Und zwar machen wir das mit unserer Crew. Wir sind ein Captain eines U-Boots und mit der Crew gehen wir dann ja auf Abenteuerreise der Unterwasserwelt, die ich persönlich sehr faszinierend finde. Was hier spannend ist, ist eben der Worker Placement Mechanismus, weil wir werden jede Runde Neue Leute in unserer Crew anheuern und dann werden wir dort unsere Aktionsscheiben drauflegen, um dann Aktionen in der Unterwasserwelt zu machen. Und die werden wir Stück für Stück immer mehr erkunden. Das alte Endeavor haben wir nicht gespielt, deshalb kann ich da jetzt keinen Vergleich zu ziehen. Was hier aber halt auch dazu kommt, ist, dass wir verschiedene Szenarien haben. Wir haben ja bis zu acht Szenarien, die immer verschiedene Sonderregeln bringen. Natürlich beim ersten ist es noch relativ simpel, aber doch schon. Ja, sehr strategisch. Und äh, Bali wie ist dein Eindruck zu dem Spiel? Also mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Du hast da so viele spannende Entscheidungen, die du triffst. Einmal, wen du anheuerst. Da gibt es bestimmte Boni, die, die du bekommst. Ich finde dieses Tableau mega interessant, wo du eben vorankommst und da, worauf du so ein bisschen drauf spielst, damit, dass du da eben beispielsweise äh, tiefer, äh, tiefer sinken kannst in im Ozean oder ja, ob du mehr Leute anheuern kannst, also oder nicht mehr Leute, sondern wertvolle, also größere Spezialisten anheuern kannst und so weiter. Das sind so wichtige und interessante Entscheidungen, wo du genau weißt, okay, beim nächsten Mal da spiele ich vielleicht komplett anders einfach oder boah, das hätte ich anders machen müssen. Mhm. Das ist voll interessant und auch was Christopher sagt, ich finde die thematische Einbindung finde ich so gut gemacht eben diese Tiefsee, das interessiert mich auch einfach. Ich weiß nicht, meine Kinder sind genauso. Wenn ich dann Wale und Delfine und man kann dann äh, äh, erlebt dann auch diese ganzen Unterwasserwelt, also die ganzen Tiere erlebt, sieht man dann und dann kann man was mit vielen Artenschutz zum Beispiel tun. Und jedes Mal, wenn du dann so ein neues Plättchen aufdeckst, also du hast so ein Sonar, so eine Aktion, wo du ein Sonar benutzt, dann darfst du ein Plättchen aufdecken und dann entscheiden, was wie wird die ganze Unterwasserwelt unter dir aussehen. Ja, also ich fand es sehr gut, wirklich. Mhm. Obwohl ich verloren habe. Äh, was ich bei Endeavor so klasse finde, ist, ähm, ich, wir sind ja sehr große Fans von Streamlining. Damit meinen wir, dass halt unnötige Regeln nicht da sind. Dass halt wirklich das Spiel fokussiert ist auf die starken Spielmechaniken. Deshalb bin ich hier ein bisschen so, okay, wieso gibt es zwei Modi, kooperativ oder kompetitiv? Was, will ich, was soll ich denn jetzt spielen? Und ich möchte es eigentlich so, wie die Designer das... Eigentlich designt haben. Das ist so ein kleiner äh, ja, Manko, sag ja, ich jetzt beziehungsweise mal. beziehungsweise ich würde das eher, da noch ein kleines Fragezeichen. Ja, da weiß ich noch nicht, was jetzt stärker ist. Ich weiß, beides funktioniert. Was ich hier aber so cool finde, ist, dass die Regeln ebenso gestreamlined sind, dass das Spiel echt simpel ist zu lernen. Also ich kann euch, ich habe keine Angst, das egal wem beizubringen. Ich weiß, er wird es später verstehen und normal spielen können. Aber wenn man es dann spielt, hat man so viele strategische Entscheidungen, mhm. dass, und irgendwie, weil ihr gesagt habt, die Thematik, dass ich sagen muss: Endeavor, die Tiefsee, ist, ist schon so Richtung Must-Have. Ne? Wir haben mhm. jetzt noch nicht alle acht Szenarien gespielt, wie die sich dann entwickeln. Die werden natürlich komplexer und schwerer. Mhm. Aber ja, das hat, hat mich echt begeistert. Wir haben natürlich nur zu zweit gespielt, aber wir haben das in einer Stunde wenn ich sogar unter einer Stunde geschafft habe. Nee, Stunde. Eine Stunde gebraucht für das Spiel. Und das finde ich ist auch wieder ein großes, großer Pluspunkt bei dem Spiel, eben bei der strategischen Tiefe, die das hat. Deswegen, also uns hat es sehr gefallen. Ja, kann man glaube ich stark hören. Dann, äh, Apiari, lasst euch nicht täuschen. Ich weiß gar nicht, ob ich gesagt habe, worum es in dem Video eigentlich geht. Bei welchem Video? Ist Jetzt hier. Wir besprechen einfach alle Neuheiten, die auf das Spiel <laughs> rauskommen. Ich glaube, ich habe das, das gar Intro nicht gesagt, aber ihr werdet das, glaube ich, im Thumbnail oder so gesehen haben. So alle Neuheiten und unsere Eindrücke. Apiari wird nämlich dieses Jahr auf Deutsch bei Feuerland rauskommen unter dem Namen Astrobin. Ich mhm. dachte eigentlich, dass das ähm, viel früher kommen sollte, aber kommt jetzt erst zu Spiel. Und das ist ein Worker Workerplacer. Ihr hattet gerade Endeavor mit einem besonderen Kniff. Astrobien ist wieder ein Worker Placer mit einem besonderen Kniff. Hier werden wir nämlich so kleine ähm, Bienenmipel ja, Bienen haben, die dann auch bestimmte Stärken haben. Und wo wir ähm, ja, hier so eine Interaktion haben werden, weil, wenn ich irgendwo stehe und ein anderer kommt zu mir, um die Aktion zu machen, wird er meine Biene wegstoßen. Bump heißt das. Ich weiß nicht, wie das im Deutschen nennen werden. Und da wirst du weggebumpt. Was interessant ist, weil Worker Placer sind oft so ja, mit mehr Leuten gewinnt es selten was. Es gibt vielleicht mehr Felder, aber eigentlich ändert sich nicht wirklich viel. Hier aber schon. Ich glaube, es profitiert dann wirklich immer, desto mehr Spieler man hat. Mhm. Und ja, finde ich, ist ein sehr interessantes Konzept, finde ich. Sieht auch sehr cool aus, hat ein cooles Thema und äh, ist bei uns deshalb jetzt auch schon fast ein Jahr in der Sammlung. Keine Ahnung, halbes Jahr. Ist bei uns Nein, gar nicht so leicht. Nicht, ich würde sagen, sogar länger. Ich habe es schon... Ja. Ja, also ich habe es bisher nur zu zweit gespielt und da merkt man eben, was Christopher gesagt hat, da passiert das einfach seltener und man kann sehr leicht auch darauf spielen, eben bloß nicht von dem An und den anderen zu berühren, dem bloß keinen Bonus zu geben. Deswegen, das muss ich nochmal testen in der größeren Gruppe. Äh, bisher, ja, bin ich noch sehr unentschlossen, sagen mal so. Ist, glaube ich, so ein Worker -Place, und das sagt man nicht oft, der zu zweit nicht so gut funktioniert wie mit mehr Spielern. Es geht zu fünf, das habe ich noch nicht gemacht, aber ich habe mit Menschen geredet, die das zu fünf gespielt haben und die meinten, das war gar nicht so äh, downtime anfällig, wie man das eigentlich vermutet. Ähm, dann kommen wir jetzt zu Unlock Short Adventures. Davon äh, gibt es jetzt auf das Spiel drei Stück. Einmal Schöningers Katze, die rote Maske und Mord in Birmingham. Kurz, es ist einfach Annob, falls ihr das nicht kennt, ein Rätselspiel, das aber mehr wie so eine, ein Abenteuer ist mit einer App, die sehr, sehr gut ist. Mhm, mhm. Und wir haben hier drei verschiedene Fälle. Vielleicht, ähm, Wally, deine Einschätzung. Schöningers Katze. Äh, was meinst du mit Einschätzung? Punktemäßig? Ja, oder? Fandst du, wie fandest du das? Das fand ich ist so eine, eine 7 von 10. Ich kann da sagen, der ist da wird es einfach sehr wild und absurd und das macht so das ist so der Reiz von dem ganzen Spiel. Mhm. Jetzt mehr will ich nicht spoilern. Ja, wir können nicht so viel sagen. Die rote Maske. Ist mehr äh, Richtung Abenteuer und man erlebt so eine ganze Geschichte von äh, dem Ganzen. Das, ja, boah, ich, war ganz nett. Ich fand die rote Maske nicht so stark. Ja, ich muss gesagt. auch sagen. Schönigers Katze, fand ich, äh, habe ich gerade nicht gesagt, fand ich lustig. Ja genau, das da wird so absurd, man muss da so mehr ausprobieren. sowas steht. Ja, ich finde das mit den Punkten ist sehr schwierig zu geben, weil man es nur einmal spielt und... Dann ja. Mord in Birmingham. Ähm, fand ich besser, das, da geht es da geht's mehr darum, man ist so ein Muff. ist man eine Maf ja, Mafia? Lee, genau, ja, es man, man muss dann eben herausfinden, wer da was Schlimmes in der Gang gemacht hat. Wie hieß die Serie über Birmingham Ach. mit den Gangstern? Ja, ja, ich weiß, welche du meinst. Ähm ich weiß es nicht, mir fällt es echt nicht ein, obwohl ich das so auf der Zunge ja, habe. Peaky Blinders? Peaky Blinders, genau. Wenn ihr auf Peaky Blinders steht, wäre das so der Short Adventure, das euch Spaß machen würde. Aber ich glaube, jetzt einfacher als das zu bewerten, wie gut mhm. die waren und so weiter. Ich glaube, was man hier wissen muss, die sind ein bisschen kürzer als die Unlock-Fälle. Ja. Aber ich muss sagen, ich finde es gut, dass die auf, diese kleinen, auf dieses kleine Format gegangen sind. Denn das finde ich viel besser, weil du kannst dann eben vom Thema direkt entscheiden, möchte ich das oder nicht. Und eben auch von der, vom Schwierigkeitsgrad kannst du dann entscheiden, ja. dieses möchte ich oder das nicht. Und die kosten, glaube ich, 9 Euro. Oder weniger. Oder weniger. Kommt drauf an, wo man vielleicht äh, die holt oder so. Und deswegen, das finde ich sehr gut, dass sie das gemacht haben. Und es sind halt typische Andockfälle. Also, wenn man Andockfälle mag, wenn ja. man alles spielt, dann spielt man halt alles. Und wenn man eben nur ausgewählte. Ja, wobei möchte, die, finde ich, die. sind auch sehr gut, zum Beispiel, wenn man. Ja, die Arbeit war irgendwie stressig, aber man will doch irgendwie ein Escape-Spiel spielen und hat nicht so viel Zeit oder man hat eben was Großes gespielt und will dann doch irgendwie noch ein Escape-Spiel. In der halben Stunde hat man die dann halt hinterher gespielt. Ähm, haben mir Spaß ja. gemacht. Gut. Ein Spiel, das du nicht mitgespielt hast, wally Quiz. Und äh, das ist das neue Quiz-Spiel, das bei Asmodee rauskommt und das hat ähm, meiner Freundesgruppe so gut gefallen, dass ich mich heute mit denen getroffen habe und die mich böse angeguckt haben, wieso ich dieses Spiel nicht dabei habe. No Joke. Und dann dachte ich, ja, sorry, habe ich echt irgendwie vergessen. Mhm. Es ist ein Quizspiel, wo man eine Kategorie klickt, zum Beispiel wie viel weißt du über Brettspiele. Und dann von 1 bis 10. 2. Äh, so, und dann kriegt Walli eine Frage vorgelesen, die genau bei dem Wert 2 ist. Zum Beispiel. Wie viele Farben gibt es bei Mensch, Ärgerlich nicht? Und dann, wenn Wally mit der Gruppe das richtig beantwortet, geht man zwei also, Schritte auf der Leiste alle vorwärts. alle dürfen mit? Ja, haben. es sind zwei Teams, wie bei Tabu. Mhm. Wenn du aber natürlich eine sagst, okay, zehn, dann kriegst du eine Frage wie: Wann hat Eric M. Lang Geburtstag? Und wenn du das richtig hast, darfst du auf der Leiste tatsächlich zehn Schritte vorgehen. Das heißt, du könntest das Spiel, ja, ich sag mal, mit vier oder fünf Fragen gewinnen. Aber ich sag's euch, die Fragen sind schon ziemlich heftig. Also, mhm. wir haben tatsächlich gemerkt, die drei und vier äh, Fragen unterscheiden sich sehr stark. Also, die Dreierfragen sind oft noch so sehr, ja, das können kleine Gleichen. Kinder wissen. Und die vier ist dann auf einmal, auf einmal schwieriger. Und dann kann man dann auch entscheiden, okay, gehe ich mhm. mit der Gruppe ein bisschen leichter? Und es gibt verschiedene Kategorien und du gehst auf der Leiste vorwärts. Und dann kannst du auch so ein bisschen abzählen, okay, ich will vielleicht drei Punkte, weil dann gehen wir auf Filme und. Äh, Hobbys. Das war jetzt bei uns, als wir das gespielt haben, so: unsere Gruppe war halt alles voll mit Marvel-Geeks und Zockern. Mhm. Äh, das war nicht ganz so, ähm, ja, nicht so schön, weil unsere Gruppe beim Fragen-Antwort nicht so divers war. Und dann also: komm, wir müssen einfach auf Filme gehen, da haben wir Ahnung. Und dann war eine Frage: Wie heißt Jack bei Titanic mit vollem Namen? Mhm. Und dann denkst du dir so: Boah, das weiß ich doch eigentlich. Eigentlich weiß ich das. Und wenn du es dann hörst, dann so, ach ja, genau, aber ich habe es schon wieder vergessen. <laughs> okay, schade. <laughs> Deshalb äh, echt cooles Quizspiel. Ähm, ich bin kein Hardcore, also ich mag eigentlich Quizspiele nicht so sehr. Zum Beispiel Kneipenquiz hat mir nicht gefallen. Ähm, mhm. Aber dieses Quiz finde ich richtig gut. Das hat echt Spaß gemacht. Dann kommen wir zum... Monkey Palace, Jetzt so habe ich ein Video gemacht mit Regelerklärung und so, haben sich nie so viele angeguckt, aber ist nicht schlimm, ich hatte Spaß das aufzunehmen. Mhm. Äh, ist ein Affenspiel von Lego, ähm, ja das ist schon ähm, ja was Besonderes, es gab wohl damals Lego Brettspiele, meinte jemand zu mir, aber wie was von gehört und das ist so das erste Spiel einer langen Reise, die uns höchstwahrscheinlich bevorsteht. Ähm, ich Glaube Lego hat auch schon gesagt, dass die mehr machen werden. Hier haben wir ein Punkte-Aufbauspiel, wo wir Lego-Steine haben werden und werden versuchen, also müssen dann aufsteigen zu Treppen bauen und kriegen dann damit Punkte. Mit den Punkten kaufen wir neue Karten und diese Karten sind am Ende Bananen wert. Und wer die meisten Bananen hat, hat gewonnen. Ja, fand ich interessant zu spielen. Ich fand es schön, dass wir zusammen etwas bauen, was am Ende auch eigentlich. Immer interessant und cool aussieht. Also, du baust halt diesen Palast und der sieht eigentlich fast immer so aus, auch wenn du nicht darauf achtest. Mhm. Natürlich, man achtet eher darauf, die Punkte zu machen. Und das fand ich cool, dass man das hinbekommen hat. Ähm, ja, auch das einfach da auch so ein bisschen heraus, den Kniff herauszubekommen, wie schaffe ich es wirklich die ganze Zeit gut, Punkte zu machen. Und das fand ich interessant. Ähm, das Einzige, ich finde, ich habe dabei noch kleine Finger, ich finde es. Ich, ich finde es anstrengend, die ganze Zeit Lego zu bauen. Ich weiß nicht, ja, wie ich das schreiben kann. Habe mir da die Muskeln in den Fingern fehlen oder weil vielleicht weil die auch so klein sind einfach. Vielleicht mm. deswegen, weil sie so schmal sind. Das ist so jetzt so meckern. Ich weiß nicht. Ist das überhaupt ein Kritikpunkt? Aber ich muss halt, mir fällt es auf, wenn ich am Ende also wenn ich das gespielt habe. Ja, es ist es ist auf jeden Fall ähm, ja ich. Wollte eigentlich immer so irgendwann mir so einen coolen Sternzerstörer von Lego kaufen und den zusammenbauen. Jetzt habe ich irgendwie so Monkey Palace gespielt und da merke schon meine Finger. Ähm, Die sind untrainiert. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht gut, falls man ein Instrument spielt, Lego machen. Ähm, macht auf jeden Fall Spaß für Lego-Fans definitiv, was. ist halt so ein Familienspiel. Also für, genau, für Familien wird das, ähm, denke ich, ja, sehr schön sein. Also wenn das unter Weihnachts. Bäumen anzufinden ist, wird das, glaube ich, ein gelungener Familienspieleabend sein. Dann gehen wir weiter zu Cäsar und Kleopatra. Das ist eine Kosmos Neuheit übrigens wir werden hier nicht die Spiele besprechen die wir schon bei den ah, Kosmos Neuheiten Video okay. besprochen haben oder beim Pegasus Video außer eine Sache wo ich äh, einen anderen Eindruck von Vali haben möchte ähm, aber wir ge gehen jetzt nicht noch mal über die Spiele durch falls euch die anderen Kosmos Neuheiten interessieren außer äh, wir sprechen gleich noch über ein paar andere die findet ihr dann in unserem Kosmos Neuheiten Video oder eben bei Pegasus von Pegasus oder ja ähm, Caesar und Cleopatra ist ein Spiel von 1997, da waren wir ganze drei Jahre alt ähm, und ist ein zwei personen spiel wo der eine Caesar spielt und Wally hat Cleopatra gespielt. und, äh, Du bist der eine, meinst du? Ich bin Caesar. Ähm, das Spiel funktioniert so, dass wir immer zwei Karten irgendwo hinlegen dürfen, die eine offen, die andere verdeckt und die haben die Werte 1 bis 5. Und ähm, nachdem wir zwei Karten gespielt haben, es gibt noch Aktionskarten, ziehen wir immer aus dem Beutel ein Miepel und der bestimmt dann, welcher, wie hieß das? Patrizier. <laughs> welcher Patrizier gewertet wird. Und ähm, wenn man dort die höchste Zahl hat, dann gewinnt man eben einen dieser Römer. Oder es gibt den Philosophen, wenn man den verdeckt, zum Beispiel in Queen spielt, gewinnt die niedrigste Zahl. Also, ist also so ein, die niedrigste Summe. Die niedrigste Summe, sorry. Ja, ist so ein Bluff. Hin und her spielen. Mhm, mhm. äh, fand ich interessant. Also das ist das können die Spiele für zwei Personen. Also das funktioniert sehr gut. Wirklich eines der besseren. Ähm, und ja, ich fand es war interessant zu spielen. Es ist, glaube ich, mh, man darf sich da vielleicht jetzt nicht zu sehr reinsteigern. Es ist halt, es, da ist einfach. Na. Da passiert einfach viel. Ich fand es ich gut. Ja, ich hatte auch Spaß. Also es ist jetzt, das meintest du, meinst du, glaube ich auch, es ist jetzt nicht dieses hardcore strategische Spiel wie, mhm. ich sag jetzt mal ein Tagi, wo du alles eigentlich durchrechnen kannst so ein bisschen. Es ist Glück dabei und es ist Blöffend dabei und das finde ich, ist hier eigentlich so gut. Die Regeln sind auch wieder sehr simpel, einfach und du spielst es, aber hast sehr viel Spaß. Also ich musste oft lachen und... Ähm, hatte auch kurz einen Moment, wo ich dachte, boah, ich schaffe hier gar nichts, ich verzweifle. Oh ja. der, aber typische der typische Christopher. Der move oh, ich bin so schlecht und dann gewinne ich. Ähm, ich kann gar nicht mehr gewinnen, weil wir können direkt aufhören und dann bam, 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 bam. Ja, Dann kam es auf einmal, dass ich dann doch mehr Punkte machen konnte. Ähm, war, ja, hat mir echt gefallen. Will ich gerne weiterspielen. Also, also man kann das Ruder auf jeden Fall auch rumreißen. Ja, war ja, ich gut. Wir haben nicht viele Zwei-Personen-Spiele dieses Jahr gespielt, aber... Jetzt von der Spielneuheiten, da hat mich das sehr überzeugt. Und es ist von 1997. Da wurde ein bisschen was geändert, keine Ahnung was. Ähm, aber wenn ein Spiel so lange funktioniert, funktioniert und, und immer, immer noch, noch funktioniert und immer noch eine Fanbase hat, das will dann hat man da wohl was richtig gemacht. Ähm, einfach genial. Bleiben wir kurz bei Kosmos. 3D. Einfach genial 3D. Und ehrlich, dieses Spiel funktioniert. Wir haben gestern mit Christopher das gespielt und das, haben gesagt, das ist so ein richtiges. Bei Verwandten sitzt man, trinkt seinen Kaffee, hört den Gesprächen zu und spielt halt da ja. genau dieses so Spiel. So Weihnachten, alle, dann diskutiert da jemand im Hintergrund und erzählt irgendwie, <laughs> dass nicht. jemand beim Fahrradfahren zu schnell gefahren ist. Keine Ahnung, was bei euch äh, Weihnachten besprochen wird. So, ne? Und ihr, euch juckt das gar nicht, so bin ich oft. Ne? Ich will einfach nur. Kekse essen. Und ich esse meine Kekse, trinke meinen Tee und währenddessen spiele ich mit Wally einfach genial 3D und ab und zu werfe ich dann irgendwas rein so. Nein, das war so und so. Und spiel einfach weiter. Und genau so ist einfach genial 3D. Es ist ein Spiel, das spielt ihr vor euch mit einer Tasse Tee, entspannt, macht eure Punkte, ja, habt eine schöne... Wort Haptik, musst du dabei we wechseln. Habt eine schöne Haptik. Ähm, nicht eine gemeine Interaktion oder so. Sieht cool aus. Ja, es ist ein äh, Plättchenlegespiel, wo wenn du, du musst halt die Symboliken gut platzieren und dann kriegst du Punkte dafür. Es gibt halt verschiedene Farben und dann darfst du da vorangehen. Wichtig ist, das, was am schlechtesten bei dir abschneidet, das ist am Ende deine, sind deine Punkte. Und wer das am besten gemacht hat, der hat am Ende gewonnen. Ja. Das ist das. Ganze ja, es, ist, es hat äh, tatsächlich Spaß gemacht. Aber eben, wenn man so zum Beispiel, na, jetzt, äh, wenn wir aufgenommen haben, wir haben schon sehr spät übrigens, ähm, und wir wollen noch irgendwas spielen, dann würde ich sagen, komm, wir können einen, noch einen Tee trinken, unterhalten uns über den Tag und die Kinder und spielen darunter. Einfach genial 3D. Ungefähr, ja. So eine Art von Spiel ist das. Ja. Müsst ihr jetzt für euch wissen, ob ihr sowas in der Sammlung noch braucht? Oder eben. Es ist halt ein taktisches Spiel ja. und kein strategisches Spiel. Der mhm. Deep. Deep. Gut, dann. Ähm, ja, direkt Kosmos weiter. Machen geht's. wir jetzt hier das letzte von Kosmos. Äh, Monkey. Ähnlich. Fun. <laughs> Monkey Fun, na, schon ein bisschen mehr Interaktion. Ähm, mhm. Ist vier gewinnt. Ähm, wir werden vier Karten auf der Hand haben und äh, davon können mhm. wir beliebig viel abwerfen, um eine bestimmte Summe zu haben. Und wir haben ein Spielbrett mit ganz vielen verschiedenen Zahlen. Und die Karten, die wir abwerfen, da tun wir unseren Affen hin und wir versuchen dann so eine ja, vier gewinnt, waagerecht, diagonal und so weiter irgendwie hinzukriegen, wo wir aber auch die Mehrheit brauchen, um dann das Spiel zu gewinnen. Genau. Geht bis zu vier Spieler, ist super einfach, ist schnell gespielt. Ist auch eine Neuauflage, nicht Neuauflage. Also es gab es genau von den Regeln her genauso so. Es hieß Just for Fun, war halt aber ohne Affen, ohne Bildchen und. Ich weiß ja. nicht genau, wie das aussieht, haben die zumindest erzählt. Ich hoffe, <laughs> ich konnte das jetzt einfach so weitergeben. Ja. Ist, genau ist, dasselbe. Ist ab 8. Ja, kann man eigentlich dann beim Weihnachten unterm äh, Baum mit Plätzchen auch direkt mit dazu holen. Gut, dass wir unterm Baum spielen. Ja. Das ist gefährlich. Da kommen die Kinder und nehmen die ganze Zeit alles weg. Aber ist auch so ein Spiel, wo ich denke, das klappt super mit. es ab acht mit, der, mit jedem. Also kann eigentlich jeder mitspielen. Wir haben es mit Wally jetzt zu zweit ähm, direkt dreimal hintereinander gespielt, weil ich nur verloren habe. Und ich wollte es einfach wissen, ob ich wirklich so schlecht bin. Ja. Ähm, Deshalb, ähm, ja, macht Spaß, haut mich nicht vom Hocker. Ja, ja. Weiß ich auch nicht, ähm, ob ich das so. Ich finde die, ähm, also jedes Feld hat eine Zahl und ich finde sie sehr beliebig. Weißt du, was ich meine? Ja, weil du, die ist halt, das ist halt sehr äh, frei gewürfelt, sage ich mal, weil du hast dann eine 35, dann eine 5, dann eine 2 und also das liegt dann einfach irgendwie auf den Feldern und einige Zahlen sind sehr leicht hinzubekommen, weil du einfach diese Karte auf der Hand hast und einige musst du dir wirklich gut zusammenpuzzeln. Und da weiß ich nicht, ob das so ausbalanciert ist, sag ich mal. Weißt du, ja, also Monkey Fan wäre für mich aus so ein Spiel, wenn ich auf das Spiel bin und ich merke irgendwie, bin ich ein bisschen zu gestresst gerade von der ganzen Menge und so. Ich muss auch mal kurz was zum runterkommen, wo was die Regeln nicht Monkey komplex Fun. sind. Dann setzen wir uns einfach an einen Tisch, damit man auch sitzen kann, und dann spielen wir einfach Monkey Fan und haben unseren Spaß dabei. Ich weiß nicht, in dieser Situation würde ich glaube ich ein anderes Spiel. Hören. Einfach genial. Zum Beispiel auch einfach, ehrlich, dann würde ich <laughs> ein kleines Kartenspiel empfehlen. Ja, wir besprechen keine kleinen Kartenspiele. Nee, nicht jetzt Sorry. hier, aber... <laughs> Gut, dann äh, gehen wir weiter zu Oh My Pigeons. Pigeons äh, bedeutet Tauben. Ähm, ich weiß gar nicht, wieso sie nicht Oh Meine Tauben genannt haben. Also, weil Pigeons ist nicht so ein Wort, was man als Deutscher, glaube ich, so auf dem Schirm hat. Naja, es ist ein pures Fun-Spiel, das Tauben-Rauben-Partyspiel steht dann unten drunter. Ähm, ja, und ähm, genau das ist es. Ist äh, Dauert, hier steht 15 Minuten, kann auch nur 3 Minuten dauern, das Spiel. Ähm, absolutes Chaos, äh, so ein bisschen, also Fun-Chaos, wir ziehen Karten. Die dann sagen, okay, ich glaube, bei jemand eine Taube oder jetzt schieben alle ihre Tauben eins nach links, weil wir haben so ein Tableau, wo wir die Tauben sammeln müssen. Und wer die meisten, also wenn man alle Felder voll hat, hat man gewonnen. Dann gibt es auch so eine Geschicklichkeit, dass man so einen Würfel hinstellt und dann kann ich äh, den einmal schießen, um die Tauben bei dem anderen wegzuballern, damit die halt ähm, ja, wieder in der Mitte sind. Also als Duisburger Stadttaubenfan, nein, Spaß, ähm, <laughs> Ich glaube, jeder, der in der Stadt aufgewachsen ist, äh, kennt alle Tauben. Also, jeder Mensch kennt Tauben, was sage ich da? Ja, ist ganz, <laughs> ist ganz lustig. Ich habe es äh, mit ähm, ja, so absoluten wenig Spielern gespielt, die echt fast gar nichts spielen wollen. Die fanden das alle super lustig und wollten das noch und noch spielen. Ich fand es, ja, kann ich mitspielen. Besser als nichts zu spielen, aber hat mich nicht so gecatcht. Mhm. Deshalb, ja. Ähm, ja. Dann äh, kommen wir mal. Okay. Was willst du, das oder das? Mir ist egal. Duell um Mittelerde. Und das besprichst du, obwohl wir das darüber schon ein Video gemacht haben? Okay. Dann nicht. Haha, ihr müsst das Video gucken. <laughs> so, aber Space AI Puzzle. Mhm, mhm. Das hast du ja schon gespielt. Er hat es für mich extra mitgebracht, hat gesagt: Wally, das ist dein Spiel. Und? Ähm, erstmal, was ist das für ein Spiel? In dem Spiel muss man, ähm, wir haben ein 4x4-Raster und da müssen wir unsere Astronauten platzieren. Wir müssen äh, bestimmte Farben an bestimmten Orten haben und dann noch bestimmte Symboliken muss man platzieren. Das sind zumindest die ersten, die einfachen ähm, Missionen. Und der andere darf dem. Ein Hinweise geben, aber er darf nichts sagen. Er hat nur so Plättchen, die so Symboliken haben und solche Sachen. Darf, die darf er platzieren. Ja. Und ähm, was ich gerne mag, sind Logikrätsel. Also dann ist es wirklich einfach meins, das kann ich den wirklich jeden Abend spielen. Aber das ist eher so ein, man muss sich einrufen, dass man die äh, Hinweise von dem anderen versteht. Also das war so am Anfang unsere Schwierigkeit, dass wir da auf einen Nenner gekommen sind. Aber irgendwann habe ich verstanden, okay, wenn du das legst, dann meinst du das. Und dann ging das, also dann ist es halt leichter geworden. Und mir fehlt da so ein bisschen die Lernkurve. Also oh. bis auf dass man den anderen halt, wenn man den anderen verstanden hat, dann ist es für mich so, ja okay. Da ist, das ist irgendwie für mich nicht spannend genug, aber es macht, es ist ganz lustig. Mhm. Ich glaube, die, besonders, wenn man noch eine größere Gruppe hat und nicht ja. nur zu zweit spielt. Ich habe es ja jetzt auch zu zweit gespielt und vorher in der größeren Gruppe und muss sagen, es lebt tatsächlich mehr von einer größeren Gruppe, wo dann mehr Diskussionen sind, so, oh, er mhm. meint bestimmt das, oh, er meint bestimmt das und zu zweit ist es dann tatsächlich, wie du sagst, geht dann auf diese pure Deduktion mhm. und da kann es dann nicht mithalten mit einem Planet X oder sowas, ne, deshalb da natürlich ein Planet X holen, aber wenn man mit größeren Gruppen spielt, fand ich diese Interaktion, die man dann diskutiert, tatsächlich sehr lustig. Aber ich weiß nicht, ob man hier wirklich besser wird, wie du sagst. Also die Sachen werden einfach schwerer, aber ja genau. Besser ich, wirst du nicht. Ja, man lernt sich einfach nur vielleicht besser kennen eben, was man dann so dann für die Gruppe entschieden hat. Das gilt, ich weiß nicht. Also deswegen, ja, war ganz nett. Aber ich glaube, lange wird es nicht bleiben. Chronicles of Light, Anbruch der Dunkelheit. Ich weiß nicht, ähm, ob ihr schon von dem Spiel gehört habt. Es ist ein Disney, ein neues Spiel im Disney Universe äh, bei Ravensburger, ähm, wo wir vier verschiedene Heldinnen spielen werden, nicht Prinzessinnen, weil wir spielen hier Violetta von Die Unglaublichen, ähm, Belle, die von Robin Hood und. Marian Marianne. Und. Viana. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wieso alle Viana so feiern. Aber ich habe Violetta gespielt, ich bin natürlich unglaublich ein Fan. Ähm, was machen wir hier? Wir spielen kooperativ und äh, zwar gegen das Böse. Und es wird so funktionieren, dass wir so Aktionsplättchen vor uns liegen haben. Wally hat vier Stück vor sich, ich habe vier Stück. Und ich wäre dann zum Beispiel der Leader. Und ich könnte dann sagen, okay, wir machen erst mein Aktionsplättchen, dann machen wir Wallis Aktionsplättchen, dann wieder Wallis Aktionsplättchen. Und dann machen wir so, dass wir insgesamt sechs ausgeführt haben. Mhm. Wally hat eine Mission, ich habe eine Mission. Wenn wir Wallis Mission erfüllt haben, kriegt Walli noch mal so eine ultimative Fähigkeit. Ähm, Wieso Bell dann ein Katapult kriegt, mit dem sie schießen kann, obwohl sie nur so mit Büchern rumläuft und die ganze Zeit singt? Weil sie ein Vater hat, der Erfinder ist. Und der hat das erfunden. Oh, okay. Ähm, und ich als Violette habe auch eine Mission. Und wenn ich die geschafft habe, dann mache ich ein ultimatives Schild oder so. Ähm, fand... Nee, du fängst an. <laughs> okay. Ähm, ich fand... Also man muss natürlich hier gucken, okay, was ist die Zielgruppe? Wir sind nicht die Zielgruppe. Du bist nicht die Zielgruppe, Christopher. So, und. Ich hätte <laughs> Spaß. Nein, 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 alles gut, alles gut, du darfst Spaß haben. Oh, also, auf jeden Fall, wer ist die Zielgruppe? Und hier, ich finde, das ist so ein richtig schönes Spiel, um Leute an den Tisch zu holen, die von dem Thema und von der ganzen Aufmachung halt. Ja, angefixt sind und das haben die richtig richtig gut gemacht, weil wir haben das in so vielen kooperativen Spielen, dass man eben du das vier Aktionen machen und das sind deine möglichen Aktionen und hier haben die das mit diesen Aktionsmarker gemacht, dass du wirklich merkst, okay, das ist die erste Aktion, das ist okay deine, das ist jetzt die zweite Aktion, dass du wirklich bildlich siehst, okay, ja da, wir haben alle sechs Aktionen gemacht, alles ist wurde erledigt, was genau wurde gemacht und die haben das richtig gut gemacht, ohne dass es irgendwie komplex wird. Hm. Ne, also dass man alles schön geordnet da hat ohne dass sie irgendwie so zu viele regeln ähm, ja. erledigen dass man zu viele Re regeln erledigen muss. deswegen für kleine heldinnen finde ich super. also out an alle eltern die gerne army trash zocken und nicht wissen wie sie ihre kinder dazu bringen sollen. Hm. wenn eure kinder fans von diesen disney-charakteren sind dann äh, wird das, glaube ich, sehr gut ankommen. Weil man hat hier dieses Würfeln, dass man Schaden macht und man kämpft hier wirklich. Also es ist kein friedliches, wir laufen durch mhm. Blumenwiesen, sondern wir kämpfen hier wirklich. Hat für mich so Ami-Trash-Vibes gekriegt. Ne? Ja, okay. wally spielt mal mit mir Ami-Trash. Das geht nur... Ich würde es, würd es jetzt nicht als Ami-Trash bezeichnen. Ja, es ist, aber es geht in die Richtung. Ja, aber es ist auch nicht so schwer. Also dennoch der Schwierigkeitsgrad ist dennoch angemessen. Ami-Trash ist ja auch nicht schwer. Ja, ja, aber ich meine, du verlierst hier nicht die ganze Zeit oder ja, boah, so glaub, pech gehabt. Ich glaube, hier zu verlieren ist tatsächlich eine Challenge. Also. Ja, es ist halt schon Schwierigkeits Schwierigkeitsgrad ist angepasst, was schön also bildlich ge gemacht mit den Aktionsmarkern und so weiter. Also schön gemacht für Fans von dem Thema. Ja, Fans von dem Thema Dorfromantik Sakura. Ich muss euch nichts erzählen. Ich will euch ja auch nicht spoilern. Ähm, ist Aber ehrlich? <laughs> Dorfromantik in Japan ähm, neue Sachen zum Freischalten, neue Mechaniken, die dazukommen. Mhm, mh. Wobei ehrlich Leute, mh, dieses allererste, die allererste Partie ihr müsst eigentlich gar nichts lesen. Es du ist ganz genau so. Ja. Haben Sie ja bewusst so gemacht, haben Sie auch gesagt, mhm. weil halt ja, Dorfromantik schon sehr breite Masse ist und viele nur Dorfromantik gespielt haben und dann aufgehört haben Brettspiele zu spielen. Ich hoffe, ihr habt angefangen, noch mehr zu spielen. Ähm, nein, aber damit die Leute, die die Regeln vielleicht nicht ganz drauf haben, einfach das Erste spielen können und danach mhm. kommt Stück für Stück immer Neues dazu. Aber Dorfromantik typisch kommt natürlich alles sehr langsam dazu. Also da Ja, das heißt, wird du lernst das direkt, du kriegst hier eine Regel, das ist jetzt neu, das ist die Regel probier mal, damit Punkte zu machen. Ja, ja das ist Muss man dazu noch was sagen? Ja, deswegen, wenn das Design gefällt, wer von Dorfromantik nicht genug bekommen kann, den der den schon keinen Bock hat, der hat das höchstwahrscheinlich eh schon gekauft. Ja, das stimmt. Niko Jima, letztes Jahr auf das Spiel gespielt ähm, und jetzt auf Deutschbaruch ähm, kommt es auf das Spiel. Ist ein Spiel, wo wir ähm, ja entweder kooperativ oder kompetitiv. Ihr erinnert euch am an Anfang des Videos, dass ich gesagt habe, ich mag das nicht mag ich hier auch nicht, weil ich finde kooperativ ist das Spiel langweilig. Ähm, kompetitiv finde ich es viel interessanter, weil man gemein baut. Also man muss hier so einen Katzenbaum bauen und man zieht dann aus einem Beutel ein Steinchen, der dann sagt, welche Farbe das ist und muss vorher würfeln, wo die platziert werden und bei wem es dann crasht. Der hat dann verloren, so wie bei Jenga. Mhm. Ja. Ja, wer uns auf Instagram verfolgt, der hat uns schon das wo einige verfolgen die uns. <laughs> der hat uns das auf jeden Fall schon spielen gesehen. Ähm, ja, also das funktioniert sehr gut. Besonders, wenn man mit mehreren Leuten spielt, dann kommt einfach so eine Stimmung ja, äh, an den Tisch, wo du einfach schön das baust. Und es funktioniert ist irgendwie. Ist auch so ein Eye-Catcher. Ne? Ich finde, auch, ich finde es, es, es funktioniert erstaunlich gut, dass man wirklich sich hochbaut. Und es sieht dann auch ziemlich wild aus, weil du dann wirklich da sind, ganz viele Käbel übereinander Kabel, ne? das ist die Mehrzahl von Kabel. Ne? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall. Und man baut die Masten aufeinander. Es hält auch gut. Ich finde, das ist echt krass, dass es so gut hält, obwohl mhm. da schon so ein echt lange, langer Mast stellt auf so einem kleinen und das funktioniert. Ja, und dann am Ende kracht es aber natürlich Das ist trotzdem. so ein Spiel, das ich jetzt in letzter Zeit oft in meinem Rucksack dabei habe. Ich habe gerne Spiele in meinem Rucksack dabei. Deshalb, dass ich dann raushole, sobald ich die Situation, ich bin irgendwo bei einem Gespräch oder so. Kurz, es wurde es leise. Hier. Hey Leute! Und da funktioniert das echt super. Also ich habe da meinen Spaß dran, aber ich finde die kooperative Variante ein bisschen langweilig. Aber ich bin auch eher so der Competitive. Ich finde es lustig, wenn jemand fällt. Dann ist man ein bisschen nervöser. Also ich glaube, warum machen das rein? Wenn Leute keine Lust haben, kompetitiv zu spielen. Und die spielen halt selten. Und deswegen sagst du, komm, das kannst du auch kooperativ spielen. Du musst nicht gegen mich spielen. Und dafür ist es da, glaube ich. Shackleton Base ähm, ist tatsächlich sogar, ich weiß es nicht, ist es ein Geheimtipp äh, auf das Spiel? Es ist von Sorry Are French. Und das ist ein, äh, sorry, guter Verlag. Ähm, die haben ja dies ja auch diesmal auf den Spuren von Marie Curie. Mhm. 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 Äh, Richtig. Ähm, genau. Ich war gerade irgendwie... Ähm, das, äh, da bin ich echt gespannt drauf. Das mhm. mit Darwins äh, auf den Wegen von Darwin haben wir nicht gespielt. Darwin's Journey meinst du? Nee, nicht Darwin's Journey. Das ist ein anderes ah, Spiel. Ähm, auf jeden Fall Shackleton Base ist ein Expertenspiel, was aber gar nicht so schwer ist von den Regeln und sehr viele Module hat, die aber alle richtig gut verpackt sind, dass sie nicht anstrengend sind, die dann Regeln dazu bringen. Und es macht richtig viel Spaß ähm, und ist auch in dieser Mond-Thematik, die finde ich ja eh immer ganz cool, dass wir uns hier unsere Base aufbauen können, nach den Szenarien verschiedene Missionen aussuchen. Ein ziemlich spannender Worker-Placement-Mechanismus, weil wir werden da so ja, den Planeten haben, der rund ist. Und dann werden wir unsere Meeple... Da platzieren und dann gehen wir so die Spalte einmal komplett lang und aktivieren dort die Sachen und da gibt es dann auch verschiedene Mehrheiten, die relativ wichtig sind. Ich habe ein ganzes Video dazu gemacht, da könnt ihr mal reinschauen. Ich weiß, auf Deutsch gibt es das Spiel nicht, da wurde auch noch nichts angekündigt, keine Ahnung, ob da was kommen wird, das ist aber auf das Spiel die Neuheit von Sorry of French und falls ihr auf Experten-Worker-Placement-Spiele steht, dann schaut euch das mal an, also finde ich sehr cool. Aber ähm, ja, wird halt ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ne? Hat aber auch einen Solo-Modus, der auch sehr gut funktioniert. Gut. Hm. Der Turm ist größer als meine Söhne. <laughs> so, und äh, ja, das waren alle Neuheiten, beziehungsweise wir haben noch mehr gespielt in den anderen Videos, die wir gespielt haben. Und ähm, ja, Wally. Ja, spannend. Und gute Spiele dabei. Also, ihr könnt euch auf was freuen. Oder haben wir nur das Ganze Gute schon gespielt? Wir sind, äh, wir sortieren <laughs> stark, was wir spielen. Also wir gucken auch und werden auf das Spiel auch nicht alles irgendwie anspielen oder mitnehmen oder was weiß ich, was alles. Falls ihr irgendwelche Geheimtipps habt, könnt ihr die auch gerne nochmal schreiben. Mhm. Dann äh, schauen wir uns das Spiel mal genauer an. Man weiß natürlich auch nicht, vielleicht entwickelt sich auf das Spiel irgendwas, was irgendwie mhm. was richtig Krasses ist. Aber das bleibt abzuwarten. Deshalb danke fürs Zuschauen. Gerne. Daumen nach oben da lassen, das hilft uns sehr und dem Algorithmus. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao, eure Brettspielgeeks. Tschüss.